Der absolut tödlich giftige grüne Knollenblätterpilz, einer der giftigsten Pilze überhaupt in unter einer Minute. Hier haben wir ihn typisch im Buchen und Eichen, im Mischwald, im Laubmischwald, seltener im Nadelwald. Ein grüner Hut, mal etwas heller, mal etwas dunkler, radialfaserig, geht hier. Das Muster nach unten hat weißes Fleisch, hat einen Stiel, der weiß bis grünlich ist, mit so einer Natterung und vor allem eine dicke Knolle, ein richtig großes Ei mit einer lappigen Scheide. Ansonsten hat er einen hängenden, vergänglichen Ring. Dazu schauen wir gleich mal hier unten rein.